Welcome back to another German Food Review, and it's sausage time, a German sausage from Wurst und Schinkenhase, so sausage and ham hase. And yeah, what is it? It's a Bockwurst, or in this case, two Bockwürste, Bockwürstchen, two sausages, whatever you like. And what's that here? That's a Pellkartoffelsalat, so a potato salad, but yeah, potatoes with skin, potato with skin salad. No idea, but okay, and that's how it looks like. Bockwurst, Wiener, you can see the name, Kesselbockwurst mit Majoran. Yeah, I don't know how to pronounce this in English here, Majoran, but it's the same writing. And Wiener Würstchen, yeah, Bockwurst. And therefore more meat, Germans like meat, I guess. But yeah, look at this here, man, that looks weird. Schinkenrotwurst. I would never ever eat this stuff. And I'm not sure what that here is. Backhändel, no idea. But this stuff here is quite nice. Knacker, yeah, that's awesome. Schinkenknacker from Berlin. And meatballs and Schäferfrühstück. No idea. Anyway, that's it. Let's eat it. Yeah, you can't wait that long. Then this stuff gets crumbly and that's not pretty. So, okay. Wrapped again, good. I'm gonna wrap it quickly here. Okay, they aren't crumpy yet, good. So let's keep this. And as you can see, mustard and, okay, it's just one toast. Mm-hmm. Okay, you get just half a slice of toast for one pork with it. As you can see here, they get crumpy very quickly, but not extreme yet. So I hope they are still fine. Yeah, they should make a sound. If you bite in it, then there's the typical Bockwurst sound. And here's the potato salad. Ooh. Served in that here, 164 gram, okay. And actually, oh, what's that? Okay, let's change that here. Like that. That looks much better, right? Okay, let's put it on here. And yeah, this is, I'm not sure how common this is to put Majoran or however you want to call this stuff in a Bockwurst. Usually it's just the sausage without the stuff, but okay. I'm not sure if there's a big difference or not, but that will be the something, right? Let's zoom a little in here. There it is. Okay, let's eat. Okay, so listen. First of all, let's take a look at the sausage. Here's the sausage. That's a pressurized sausage. And here, casing on the outside. And I guess it's pork, but I'm not 100% sure. There's no ingredients list. And I guess there are rules. There are rules for everything in Germany, but I'm not a butcher. I don't know. But it looks like a Bockwurst with pieces inside. Anyway, listen carefully. 3, 2, 1, here we go. That was the Bockwurst sound. It's a different sound. A Knacker also makes a sound, but this here is a different sound. Let's try it again. Oh. Mm. First of all, I'm not a sausage lover, except Knacker. Knacker is really awesome. It's an underrated sausage. But this is good here, nothing wrong. Some people eat this every day. I couldn't do that. No. Well, it tastes good. Let's try the mustard. Salty meat. Here we go. Mm. Okay, it's a little too strong, the mustard. Goes straight into the nose, man. Okay, yeah, so less mustard. Yeah, salty meat with sound. Really smooth, that's good. It's really smooth, no pieces, no. And it makes a sound. Let's try the potato salad. Pickles, green stuff, potatoes with peel, and I guess mayo, I'm not sure, here we go. Mmm, yeah, very thick. Is it mayo? I'm not sure, but it really tastes like potato. Very intense.
Yummy Potato. Ja. Very nice. Not low in price, but tasty. Ja. Is that a typical German dish? I would say yes. But I don't know. I don't care really. Okay. Here you go. Yeah, that's a bockwurst with green stuff in it. And a very tasty potato salad. And just one toast. Okay. Sometimes you get a roll. I would prefer a roll. It's just a piece of white bread. Toasted would be better. But it isn't toasted, here we go. But okay, it's more about the sausage. It is very tasty. You can see the peel. Potato salad, here we go. Yeah, this stuff is really tasty, man. Very good. Damn, just 100. Where is it? 64. Oh, I want 300 gram of this. Oh, very tasty potato salad and a tasty bockwurst. Here we go. Just the mustard is a little hot for me. I don't like this feeling in the nose. Okay. Rating easily a thumbs up. Yeah, bockwurst is bockwurst, right? Nothing wrong with it. But this here, maybe a little more. This is a very, very tasty potato salad. Here we go. Oh. Thanks for watching. I'll continue in German. So, jetzt gibt's mal was Deutsches. Ist das ein typisches deutsches Gericht? Schreibt mal, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich Bockwürste gekauft. Bockwürstchen. Jetzt ist nur noch eine Bockwurst da. Und etwas Kartoffelsalat. Ja. Das ist diesmal Pellkartoffelsalat. Und in dieser Bockwurst ist Majoran drin. Okay. Ist das üblich? Ich glaube nicht, oder? Aber ja. Ich glaube, da schmeckt man noch kaum den Unterschied. Sieht nur ein bisschen anders aus. Und dazu gibt es einen Toast. Okay. Ich würde ein Brötchen bevorzugen. Aber okay, ist ja mehr. Es geht ja mehr um die Wurst hier und um diesen ja, leckeren Kartoffelsalat. Auf jeden Fall sieht es so hier aus. Es gibt Wiener Würstchen mit Toast und Kesselbockwurst mit Majoran. Ja, da. Und dann gibt es auch noch ja, Buletten, glaube ich, ja, und Leberkäse, aber nicht heute. Und das bieten sie auch noch an. Würdet ihr sowas hier essen? Knusperecken. Ich weiß gar nicht, was das ist. Keine Ahnung. Und das hier sind Backhändel. Da habe ich auch keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, sagt mal Bescheid. Und guckt euch mal das hier an. Würdet ihr das essen? Das würde ich nie im Leben auf meine Stulle packen. Berliner Schinken, Rotwurst. Okay. Aber hier gibt es das gute Zeug. Buletten und Schinkenknacker aus Berlin. Die sind richtig lecker. Und das hier soll ein Schäferfrühstück sein. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Das hier werde ich vielleicht mal kaufen irgendwann, aber ich weiß nicht, was das ist. Wie auch immer, ich will noch ein bisschen von dem Kartoffelsalat. Und zwar, ja, Pellkartoffelsalat. Ich glaube, da ist auch, also da ist Mayonnaise drin, aber schmeckt jetzt nicht wirklich nach Mayonnaise. Aber ich koste mal hier, wie auch. Schmeckt richtig geil nach Kartoffel. Richtig intensiv und es ist verdammt cremig. Richtig dick. Ja, schmeckt richtig lecker. Gurken sind noch drin. Und irgendwas Grünes, keine Ahnung. Kennt ihr, was das ist? Here we go. Schmeckt nur nach Kartoffel. Ja. Super intensive Kartoffeln. Sehr lecker. Ich habe leider nur 150 Gramm genommen. Oder ganz genau 164. Kostet 2 Euro. Und die Würste kosten 1,10 pro Stück. Oh, 2,20. Die gibt es öfter mal in Berlin irgendwie. Alles klar.
Ja, dann werden wir mal hier die Bockwurst essen. Ja, und wenn ihr den Sound nicht abkönnt, dann haltet euch lieber die Ohren jetzt zu. Aber erstmal werde ich das hier ablecken. Das ist die andere Seite. Ja, Bockwurst macht so einen anderen Sound als eine Knacker. Und die werden hier schnell schrumpelig. Deshalb muss ich die schnell essen. Aber es geht noch, oder? Jetzt hört man genau zu. 3, 2, 1, here we go. Ja, das war ein Bockwurst-Sound und es schmeckt natürlich salzig und nach Fleisch. Ich weiß nicht, was das für Fleisch ist. Ich würde sagen, ja, raten würde ich Schwein, aber da stehen ja keine Zutatenlisten dran und so. Man könnte fragen bestimmt. Ja. Okay, wollen wir nochmal abbeißen? Schmeckt aber gut. Aber ich bin jetzt nicht so der extreme Wurstesser. Die einzige Wurst, die ich mir einfach so mal kaufen würde, ist eine Knacker, denn die schmeckt richtig geil. Eine Bockwurst schmeckt auch gut, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie kommt immer Döner im Sinn. Here we go. Boah, schmeckt natürlich gut. Und das hier ist halt nur eine olle Toaststulle. Ja. Geht so. Damit kann man den Senf killen. Er ist ein bisschen scharf, der geht gleich in die Nase und das kribbelt dann so komisch. Das gefällt mir nicht so. Ich bevorzuge nicht so einen Senf, der in die Nase geht, weil mir einfach nur noch Senf schmeckt. Aber es ist auch kein extrem scharfer Senf. Ja, kann man auf jeden Fall essen. 4 Euro eine Portion, das waren 4,15. Ja, wie ein großer Döner. Okay. Ja, geht. Here we go. Das ist schon richtig lecker. Ja. Super intensiv nach Kartoffeln. Lecker cremiger Soße oder wie nennt man das, was hier drin ist? Ist das eine Soße? Apfel ist, glaube ich, auch noch drin. Und Gurke. Here we go. Ja, der schmeckt sehr geil. Richtig geil. Okay. Und die schmeckt gut. Wie eine Bockwurst halt. Here we go. Oh, was ist denn das? Achso. Here we go. Ja. Alles klar. Esst ihr Bockwürste jeden Tag? Kennt ihr jemanden, der die jeden Tag isst? Gibt's bestimmt. Gibt's hundertprozentig. Here we go. Ab und zu ja, aber so richtig oft muss das nicht sein. Schmeckt gut, aber irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das hier, das schmeckt richtig geil, würde ich nochmal kaufen. Der bekommt ein bisschen mehr als 100%. Ja, schmeckt sehr lecker. Und der Bockwurst bekommt natürlich einen Daumen nach oben. Der Senf ist mir ein bisschen zu scharf. Und die Toaststulle, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.